Und damit Hallöchen, ihr Lieben, zu einem kleinen Flash-Spielchen, ein kleines Point-and-Click-Adventure, was mir schon mal vor längerer Zeit empfohlen wurde, aber ich bin einfach noch nicht dazu gekommen. Wir spielen Earl Grey and this Rupert Guy, dieser Rupert-Typ. Dann starten wir einfach mal ein neues Spiel. Ja, los geht's. Hat eine echt super süße Grafik. Die gruselige Villa auf dem Hügel. Da sollen wir also hin und etwas abliefern, denn wir sind Postbote, soweit ich weiß. Aber wir können irgendetwas nicht abliefern. Aber so ein Postbote gibt nicht einfach auf. Verzeihen Sie, ich habe ein Paket. Irgendjemand zu Hause? Das wird nicht einfach. Solange mein Name noch Rupert ist, muss ich nach ihm suchen. Ich werde hier auf der ersten Ebene erstmal suchen. Ja, machen wir das doch mal. Was haben wir hier denn so? Hier ist ein Laboratorium, das ist ja schon mal verdächtig. Dann gehen wir mal noch nicht nach oben. Hier ist ein Gemälde. Da ist eine Frau abgebildet. Okay. Okay, er sagt das Gleiche, wenn man nochmal drauf drückt. Hier ist Minze. Diese Minzpflanze riecht nach Minze. Was für eine Überraschung. Momentan brauche ich keine Minzblätter. Oh, ist ein bisschen schnell. Sekunde mal. Machen wir slow. Genau. Ah, genau. Hier können wir noch gucken. Er macht sich Notizen, zum Beispiel das Do Not Enter, also komm hier nicht rein, Schild, ist ziemlich verdächtig. Das werde ich mir mal anschauen. Und hier sind, glaube ich, sowas wie Achievements, würde ich sagen. Und hier halt die Optionen und die Credits. So, alles klar, dann bleibt uns ja erstmal nur ins Laboratorium. Ach so, wir können auch in die Main Hall, okay. So, hier liegen ein paar Dinge rum. Oh, Green Goo, super. Klebriges, grünes Schleimzeug. Aha, da brauchen wir aber irgendeinen Behälter, um das mitnehmen zu können. Na gut. Müssen wir uns wohl sehr genau umschauen hier. Da müssen wir vorsichtig sein. Laboratoriums-Equipment. Thing mit Jigs? Jeder verrückte Wissenschaftler sollte so etwas haben. Er hat sich schnell umgeschaut. Nein! Oh nein, was hat er getan? Was haben wir getan? Es ist von selbst explodiert. Ich schau lieber mal nach. Ach du Scheiße. Na toll. Plötzlich sind da Brillen. Eine Brille. Irgendetwas Magisches ist mit diesen Brillengläsern. Der süßeste Geist ever! Hallo, du transparentes Blob-Ding. Mich einen Geist zu nennen, wäre passender, danke. Mein Name ist Rupert. Ich habe nicht gefragt. Und außerdem sollte ich nicht gesehen werden. Ich glaube, diese Brille hat super übernatürliche Fähigkeiten, hässliche Dinge zu sehen. Ja, das glaube ich auch. Hey, das nimmst du zurück. Ich bin nicht hier, um irgendwelche Geister zu sehen. Ich will ein Paket abliefern. Adressiert an Earl Grey. Ein Paket für den Earl? Tja, dann viel Glück dabei, ihn zu finden. Er hat sich eingesperrt auf der dritten Ebene. Seitdem habe ich nicht gesehen, dass er den Raum nochmal verlassen hätte. Also, auf der dritten Ebene. Ja, benutze die Treppe. Falls du das kannst. jetzt würdest du mir zuhören? Das ist nicht mein Problem. Wenn es irgendetwas Seltsames gibt in der Nachbarschaft, dann solltest du jemand anderen rufen, nämlich die Ghostbusters. Oh, was ist das? Okay, das haben wir jetzt quasi erledigt. Aber wir haben auch ein paar seltsame, eine seltsame Brille gefunden. Jetzt können wir übernatürliche Dinge sehen, wenn wir die tragen. Das sollte nützlich sein, wenn wir feststecken. Okay. Das erinnert mich ein bisschen an Fran Bo, nur dass es hier halt, ja, süß ist. Ah, hier können wir die deaktivieren. Aber wieso sollten wir das? Ist das nicht sogar besser, wenn wir solche Dinge sehen? Aber erst einmal schauen wir uns noch um, würde ich sagen. Ah, super, wir haben noch eine Crowbar. Es ist milchig weiß mit pinken Streifen. Das ist ja wirklich ein Anblick. Und da kommen wir immer noch nicht ran. Ja, wir haben ja auch nichts, wo wir das reinmachen könnten, leider. Was haben wir denn hier? Da ist roter Schleim. Den wird er sicherlich auch nicht so mitnehmen wollen.
uninteressanter roter Schleim. Ja, genau, da braucht er auch so eine Art Behältnis. Oh, hier haben wir ja was. Okay, ich kann ja mein Glück versuchen mit Potions. Und hier ist blaues Wasser. Wasser, aber blau. Okay, sollen wir die vielleicht alle mischen? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das was bringt. Ich probiere das mal. Machen wir erstmal blaues Wasser rein. Okay, machen wir mal Wasser dazu. Und dann noch das rote Zeug hier, den roten Schleim. Okay, noch etwas hinzufügen. Und dann noch den grünen Schleimsabberzeug. Etwas Grünes. Ob das schon was bringt, diese Potion jetzt? Oh, sorry. Jetzt habe ich ein Ding aufgemacht. So, dann setzen wir doch nochmal die Brille auf und reden mit dem Gentleman-Geist. Das erinnert mich an Korpsparty. Ich war ein Wissenschaftler. Als ich einmal experimentierte, um eine Lang-Leben-Potion zu machen, explodierte sie. Und jetzt bin ich hier. Und du bist immer noch hier, weil du diese Potion willst. Ich weiß nicht, junger Mann. Aber ich habe immer noch das Verlangen danach, selbst jetzt. Oder ich bin einfach so mies drauf, weil ich es nicht hinbekommen habe. Ich kann mich nur an etwas... Ah! Rotes, grünes und blaues, das in meinem Kopf kreiste, erinnern. Na, da haben wir doch schon hier. Die perfekte Potion für dich. Ist das für mich? Natürlich. Tja, jetzt bin ich tot. Da muss ich vor nichts mehr Angst haben, nicht wahr? Ich fühle mich heiß an. Bist du dir sicher, dass das die richtige Potion ist? Rot, grün und blau hintereinander? Meinst du, es gibt eine falsche Potion? Naja, verdammt. Oh! Okay, anscheinend haben wir das geschafft, oder? Würde ich sagen. Das ist ja cool. We did it! Ich hoffe, wir haben ihm auch wirklich das Richtige gegeben. Sonst würde mir das ziemlich leid tun. Aber ich denke mal schon. Okay. Aha. Hier scheint ja nichts zu sein. Wir gucken erstmal noch in der Main Hall, ob da noch was ist. Oh, das hier ist zu. Die wurde verbarrikadiert. Da muss ich bei Force öffnen, also. Das scheint nicht zu funktionieren. Wieso nicht? Hier ins Display Case mal. Da ist ein Schwert drin. Die untere Hälfte. Sieht so aus, als hätte da vorher was gehangen. Vielleicht diese Crowbar. Achso. Ich kann das obere Schwert nicht entfernen. Es ist eingesperrt oder festgemacht halt. Das scheint nicht zu funktionieren. Aha. Ich könnte das benutzen, um zu klettern. Ich brauche nur etwas, was ich daran binden kann. Das hier? Hört sich nicht sehr logisch an, oder? Das scheint nicht zu funktionieren. Wow, das hier ist ja mal krass abgesperrt. Versperrt. Aha. Wenn ich das hier abnehme, dann sieht man gar nichts Besonderes. Was passiert denn, wenn ich versuche, die Treppen hochzusteigen? Huch! Oh! Krass! Natürlich wird es nicht einfach sein. Wieso sollten Dinge einfach sein, wenn sie auch schwer sein können? Verdammt. Haben wir hier was zum Einsammeln? Nö. Das ist ja langweilig. Dass wir hier nichts einsammeln können. Okay, er braucht keine Münze. Hier mit dem Painting was? Das scheint nicht zu funktionieren. Und hier ist ja nichts. Was können wir denn überhaupt noch untersuchen? Nicht mehr viel eigentlich. Sind hier noch Dinge, die wir einsammeln können? Irgendwas muss es doch noch geben. Sonst wäre das ja schon ziemlich verdächtig. Hier ist der rote Schleim. Nein, nein, hier ist überall nichts. Ich hoffe, wir haben dem Geist auch wirklich geholfen. Aber er hat uns gar nichts dagelassen. Ich probiere das nochmal hier, aber eigentlich... Jetzt geht's ja doch. Na gut. Dann habe ich wohl was falsch gemacht. Crowbars fail niemals. Yay. Mal gucken, was passiert, wenn ich die abnehme. Ändert sich nicht wirklich... Ah, da! Ein Geisterhund. Wie süß ist das denn?
Dieser unsüße Geisterhund blockiert meinen Weg, um zum Tisch zu gelangen. Dann nehmen wir doch einfach mal hier. Ich brauche diese Fischgräten nicht. Und ich bin mir sicher, dass das hier eigentlich keine... Das war not supposed to be? Wie meint er das denn? Okay, es war bestimmt nicht gedacht, das ist ein Fisch. Aber nimm das doch, hallo. Oh, was ist das da? Da ist Pfeffer. Aha. Okay, Pfeffer mitzunehmen kann ja nicht schaden. Sieht aus, als wäre das stark genug, damit jemand sneest, also niesen muss. Meine Instinkte sagen mir, dass dieser normal ausschauende Vorhang nützlich sein könnte. Aber ich kann es nicht mitnehmen. Ich muss es mit irgendwas abschneiden. Okay, also was zum Abschneiden haben wir tatsächlich momentan nicht. Und hier ist ein Gemälde. Ein langweiliges Gemälde von ein paar Früchten. Wieso sollte irgendjemand Früchte malen? Wieso nicht? Aber wenn ich die wegmache, komme ich doch an den Tisch, oder? Ich weiß, ich brauche dieses Laken, aber ich kann es nicht runterziehen. Es ist zu schwer. Scheint, als würde etwas Schweres es bewachen. Hart wie Steinbaguette. Wow, dieses Baguette ist hart wie Stein. Okay, ist hier sonst noch was, was wir mitnehmen können? Oh, hier ist ein Cup. Können wir das einpacken? Ich möchte jetzt nicht trinken. Ach komm schon. Und der Teapot? Der ist voller Tee. Mal überlegen. Hier ist noch Feuer. Es ist heiß. Ah, das ist der Library Key in Wirklichkeit. Okay, da draußen ist eine verschlossene Tür. Scheint, als wäre das hier der Schlüssel dazu. Gucken wir mal. Kommen wir in die Library hier. Es ist auf. Super. Aha, hier haben wir einen Stuhl. Dieser Stuhl ist kaputt. Ich brauche etwas, um das vierte fehlende Bein zu ersetzen. Wie wäre es mit dem hart wie Steinbaguette? Okay, jetzt ist er stabil genug, damit ich darauf stehen kann. Das ist doch, was man da mit Stühlen macht. Darauf stehen. Genau. Yay, ein Mob. Ich habe einen unnatürlichen Drang, diesen Mob zu nehmen. Ist da ein Loch? Ich sehe doch da ein Loch. Aber scheint nicht wichtig zu sein. Hier ist eine Kiste. Ist versperrt. Kommen wir nicht auf. Sarkophag. Ich kann es nicht öffnen. Dieser Sarkophag sieht so stabil aus. Aber da ist diese große, mystische Präsenz im Inneren. Sind hier irgendwelche Bücher, die wichtig sind? Was ist denn jetzt eigentlich mit diesem Stuhl? Können wir da nun rauf oder nicht? Ach so. Oh, oh, oh. Ich hänge. Ich hänge. Ich hänge, ich hänge. Hilfe. Ich komme gerade nicht aus dem Stuhl wieder raus. Das ist aber ärgerlich. Ich mache mal die Brille auf. Ändert leider nichts. Vielleicht muss ich kurz beenden, ha? Huh? Das ist aber ärgerlich. Das ist echt ärgerlich. Gehen wir mal ins Main Menu. Dann werden wir ja wohl wieder befreit sein. Das wäre sonst doof. Continue. Okay, hier sind wir. Jetzt kommen wir ins Buch ran, würde ich sagen. Immer noch nicht? Ach doch, was ist das? Ah, ein Chest Key war in dem Buch. Für eine Kiste. Na, dann ist das wohl hierfür. Oh, Gold! Klick! Yay! Die sind ziemlich schwer. Ich werde einen mitnehmen, nur zur Sicherheit. Oder zwei. Cool. Okay, das haben wir geschafft also. Tja, jetzt könnten wir ja nochmal die Brille aufsetzen. Oh, da an der Seite. Erstaunlich. Skull? Den Schädel? Verzeihung, kann ich Ihren Knochen haben? Vergiss es, Kind. Du wirst diesen Knochen nicht kriegen, während ich hier bin. Und wenn ich das hier wegmache? Hohoho, jetzt habe ich ihn. Ich nehme Ihren, Knochen. Irgendwelche Probleme damit? Anscheinend nicht. Wie gemein. Das ist ja fies, er kann sich ja gar nicht wehren dagegen. So, dann würde ich sagen, können wir wahrscheinlich den Hund ablenken mit dem Knochen. Dann gehen wir mal rüber. So. Wieder auf die Brille. Und hier hast du deinen Knochen. Wuff. Guter Hund. Jetzt nimm einfach den Knochen und raus hier, verdammt nochmal.
Oh, süß. Okay. Ha! Ja, genau, das könnte ich benutzen, um nach oben zu gelangen. Super. Wow. Krass. Es gibt eine Menge Sachen, die wir noch machen können. Womit könnten wir das abschneiden? Hiermit ja wohl kaum. Das scheint nicht zu funktionieren. Okay. Vielleicht war der Mob da drin. Oh, verrückt. Krass. Jetzt können wir das Schwert nehmen. Nettes, scharfes Schwert. Ich glaube, so langsam mag ich diese Brille. Ja. Okay, damit können wir ja jetzt wahrscheinlich den Vorhang abschneiden. Oh, jetzt habe ich daneben geklickt. Sorry. Bam. Geschnitten. In einer perfekten Form. Yay, long cloth. Okay. Das können wir jetzt bestimmt benutzen, um das daran zu machen. Das ist eine verdammt gute Idee. Aber ich kann ja nicht einfach da das Ding hochschmeißen. Ich brauche etwas Schweres, an das ich das ran dingsen kann. Oh Mann. Okay, wir haben jetzt so eine Art Grappling Hook gemacht, aber es wird schon funktionieren, auch wenn es ziemlich experimentell aussieht. So. Ah, so ist das gedacht. Ach so, ich habe das gar nicht geraffelt. Perfekt. Super. Jetzt sind wir im zweiten Stockwerk. Was haben wir denn hier? Flail. Statuen von Typen in Armors. Einer hält einen, ja, wie heißt der, so einen Stern. Die könnten nützlich sein, aber jetzt nicht. Wie heißt denn das? Mir fällt der Name dafür nicht ein. Ich bin bescheuert. Ah, hier ist schon der Third Floor, aber hier wird ja wohl noch irgendwas sein. Hier, West Corridor. Wie süß, die sehen einfach so niedlich aus. Das ist Grandma Ghost. Hier ist ein Gemälde. Das ist ein Gemälde von einer unglaublich hässlichen Frau. Okay, sonst ist hier auch nichts anderes. Hier ist Bedroom, also Schlafzimmer. Reden wir doch mal mit ihr. Könntest du mir einen heißen Minztee bringen, mein Lieber? Ich würde sterben für einen heißen Minztee. Eigentlich bin ich sogar schon gestorben. Okay, dann machen wir das doch. Ist ja gar kein Problem. Wir wissen ja, wo es Minze gibt. Wir wissen, wo es Tee gibt. Das kriegen wir ganz schnell hin. So, dann holen wir uns mal die Minze. Gucken, was wir dafür kriegen dann. Doch, eigentlich brauchst du Minze. Hm, verflixt. Wieso kommt er da nicht drauf? Vielleicht erstmal den Teapot mitnehmen? Voller Tee. Oder den Cup? Ah, Zeit für ein bisschen Tee. Voller Tee. Okay, jetzt haben wir Tee da drin. Und jetzt mal gucken, ob er jetzt vielleicht die Minze einfach reinmacht, wenn wir die Tasse mit der Pflanze benutzen. Ah, okay, ich mache die Minze rein, wenn der Tee heiß genug ist. Ach so, das Feuer, das Feuer. Genau, da gehen wir hin. So. Und da. Super, jetzt ist er heiß. Jetzt ist heiß genug, dass man ihn einen heißen Tee nennen kann. Mann, schade, dass der Text immer so schnell weggeht. Kommt man gar nicht dazu nachzudenken. Ich klicke das nicht weg, das ist von selbst so schnell. Nee, ich glaube, ich habe nicht richtig drauf geklickt. Sekunde. Yay, mit Minzgeschmack. So, dann mal hoch. Okay. Dann gehen wir jetzt hier lang. Und bitte sehr. Oh, ist der für mich, mein Lieber? Vielen Dank. Oh, so süß. Hätte ich nie gedacht, dass ich nochmal so einen Tee haben würde. Du hast meine Dankbarkeit, junger Mann. Oh. So niedlich. Okay, aber hat uns das jetzt irgendwas gebracht? Keine Ahnung. Ich glaube, wir machen einfach nur die Geister glücklich hier teilweise. Oh mein Gott, was ist das denn? Oh, hier, der Boden. Da sind Cracks. Ich möchte das irgendwie plötzlich mit einer Waffe einschlagen. Ah! Ja, da wissen wir ja schon, was wir gleich besorgen. Das ist ein altes, fast kaputtes Holzbett.
Das Holz fällt schon fast auseinander. Wenn man das hart genug... Oh Mann, schüttelt, kann ich es mitnehmen. Blubababa. Ah, niesen. Das könnte es umhauen. Okay. Wie wäre es, wenn wir dem Geist hier einfach ein bisschen Pfeffer geben? Das scheint nicht zu funktionieren. Ach, schade. Was haben wir denn hier? Gel. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt brauche. Und hier ist ein Spiegel. Das ist eine verrückte Erfindung, um deine eigene Reflexion sehen zu können. Vielleicht hier in das Gel. Das scheint nicht zu funktionieren. Hi, du musst dich wohl fragen, warum ich in dieser Position andere erschrecke. Ich wollte mich nur mal selber im Spiegel beobachten können. Oh, dann habe ich mich verschluckt und bin gestorben. Ich wollte mich so gerne mal sehen, wie ich mich nach hinten lehne, dass es mein größter Wunsch geworden ist. Falls du dich wunderst, ich sehe aus wie die Frau in dem Gemälde. Würdest du bitte das Gemälde hier malen? Danke. Gott, es geht hier so schnell. Okay, darf ich noch mal kurz sehen, was jetzt im Journal dazu steht? Aha. Okay. Wir können ja erstmal auf jeden Fall noch die Waffe holen und den Boden kaputt machen. Aber nicht dieses Gemälde, oder was? Ist das wirklich das, was der Geist meinte? Egal, ich erinnere mich jetzt. Vielleicht kann ich es im Schlafzimmer malen. Aber womit? Dazu bräuchten wir ja irgendwas, um das zu malen. Ich wusste, dass das Ding noch nützlich werden würde. Mann, wie heißt denn das Teil? Flail, das ist ein... Morgenstern? Ich glaube Morgenstern. Jetzt habe ich es, glaube ich. So. Wow, sorry Leute, alles gut. Jetzt ist das Bild wieder da. Okay. Alte Explosive. Diese Bomben sind alt. Uralt. So alt, dass sie schon voller Moos sind. Es wäre gut, wenn sie auf magische Art und Weise sich in neuere verwandeln. Okay, also so können wir sie scheinbar nicht benutzen. Oh, das scheint nicht zu funktionieren. Hier ist kein Unterschied scheinbar. Ich gucke nochmal, ob wir das Gel nehmen können. Ah, jetzt können wir es nehmen. Ah, damit könnten wir malen. Auf dem Spiegel. Ah. Oh, das bin ich. Ich sehe hässlich aus in dem Spiegel. So hässlich, dass meine Reflexion nicht mal annähernd so aussieht wie ich. Schönheit ist wirklich im Auge des Betrachters. Okay. Ich glaube, wir haben den Geist glücklich gemacht. Würde ich jedenfalls denken. Kann ich die immer noch nicht nehmen? Oder muss ich da Pfeffer drauf machen? Mal gucken. Nee, das scheint nicht zu funktionieren. Gucken wir mal, was im dritten Stock ist. Da waren wir ja auch noch gar nicht. Mal schauen, ob da was Nützliches ist. Oh, nur eine Tür, okay. Und ein riesiger Vogel darüber. Grays Raum. Diese Tür ist anders. Sieht aus, als würde ich so eine Art Bombe brauchen, um es aufzumachen. Vielleicht hat der Earl in seinem Schlafzimmer Explosives. Okay. Wäre ich jetzt nicht unbedingt von ausgegangen, aber kann natürlich sein. Tja, jetzt haben wir nur noch Pfeffer. To first floor. Hier ist nichts mehr. Gute Frage. Hier können wir auch nichts machen. Sekunde. Uns fehlt doch nur noch. Der Earl ist upstairs. Genau, kaputt gemacht haben wir das schon. Genau, und wir brauchen Explosives, alles klar. Kann doch nicht so schwer sein. Unten ist doch gar nichts mehr, glaube ich. Ja, das Bett noch. Sollen wir einfach Pfeffer aufs Bett machen? Oh, okay, das war ein echt mächtiger Nieser. Das ist ein Bild. Ah, ein Stück Holz. Das kann ganz einfach verbrannt werden. Ich nehme eins. Ah, ach so. Verstehe. Das scheint nicht zu funktionieren.
Damit kann er jetzt... Aber will er das nicht mitnehmen? Okay, na gut, dann zünden wir das mal unten am Feuer an, würde ich sagen. Und dann hätten wir eine Fackel. Und mit der Fackel könnten wir halt, ja, das anmachen, ne? Die Bomben. Die Explosives. Okay, jetzt habe ich ein Stück brennendes Holz. Das könnte man wohl eine Torch nennen, denke ich. Perflix, ey. Ich hatte eben das Wort. Eine Fackel. Genau. So. Okay, dann gucken wir mal, ob das schon reicht oder ob uns noch etwas fehlt. Ich wüsste aber gar nicht, was uns jetzt noch fehlen sollte. Gucken wir mal. Das scheint nicht zu funktionieren. Nee, irgendwas findet er noch blöd an den Bomben. Die will er einfach nicht einpacken. So alt. Besser, wenn sie sich auf magische Art und Weise in etwas Neues verwandeln. Ach. Okay, genau. Ein guter Gentleman hat immer Bomben in seinem Schlafzimmer. Okay, dann geht's hier mal weiter. Aber wieso waren sie voller Moos, wenn man die Brille auf hatte? Naja, egal. So. Dann benutzen wir doch mal die Bomben an der Tür. Das sollte ausreichen. Und dann machen wir sie an. Sehr schön. Okay, dann gucken wir doch mal. Oh mein Gott, was ist das denn für einer? Und hier kommt ein seniler alter Mann. Musst du deine Gedanken aussprechen? Ich kann dich laut und klar hören, Junge. Ich bin hier, um ein Paket abzuliefern an Earl Grey. Das bin ich. Ah, gut. Ich dachte, sie würden vielleicht das Schlagen an der Tür nicht hören. Naja, dein an die Tür klopfen hat bewirkt, dass ein Teil meines Hauses zusammengekracht ist. Gib mir einfach das verdammte Paket. Hoffentlich ist es wenigstens wichtig. Ein roter Knopf? Ah, endlich, das letzte Stück, das ich brauche. Sieh her, das hier auf meinem Rücken ist eine Zeitmaschine. Es scheint, du wärst sehr interessiert daran, wie das funktioniert. Hier, halt diese Time Cap für einen Moment. Time Cap? Ach so, den Hut, tatsächlich. Klick. Du hast gerade einen großen roten Knopf gedrückt auf deinem Controller. Ja, das ist meistens nicht so gut. Nein, ich habe nur meine Zeitmaschine an dir aktiviert. Oh oh. Werde ich Dinosaurier sehen? Nein. So weit zurück wird es nicht gehen. Aber weit zurück, dass alles, was du getan hast, unnütz ist. Wie unnütz? Voll verrückt. Nein! Verdammt. Okay, das Spiel fängt einfach wieder von neuem an. Das ist ja gemein. Das ist fies. Package delivered steht hier jetzt aber. Und was ist, wenn man auf Continue jetzt geht? Dann fängt es von neuem an. Na gut. Schade. Das wäre ja total lustig, wenn jetzt Veränderungen sind. Oder er vielleicht sagt, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Nee, aber anscheinend nicht. Ist irgendjemand zu Hause? Schade. Aber cool. Wahrscheinlich sammeln sich jetzt natürlich auch die Sachen, die man geschafft hat. Aber das ist sehr interessant. Also wir haben nicht alle Achievements geschafft. Wir sollen eine Lüge einem Geist erzählen. Ach so, wir hätten ein Achievement gekriegt, wenn wir wirklich alle Geister glücklich gemacht hätten. Ich glaube, wir haben den einen nicht richtig gemacht mit der Potion, glaube ich. Das ist ja süß. Den Traum eines toten Mannes erfüllen. Okay. Ah, aber Destroy hat auch was gebracht. Ah. Okay, wir hätten das andere Gemälde bestimmt malen müssen hier. Der alten Frau hätten wir wahrscheinlich einen Tee ohne Münze bringen müssen. Und hier hätten wir die richtige Reihenfolge einhalten müssen, denke ich einfach mal. Aber sonst fand ich das wirklich sehr süß, das Spiel. Das hat Spaß gemacht. Ja, ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Falls ihr weitere Empfehlungen habt aus dem Flash-Game-Bereich oder überhaupt, könnt ihr die gerne in den Kommentaren lassen oder mir eine PN schicken. Ich freue mich über sowas immer.
Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in einem anderen Let's Play wieder. Ich freue mich schon drauf. Also bis dann. Ciao, ciao.